welcher Dialekt ist deiner Meinung nach am schlechtesten? Bern. Wieso Bern? Wieso bist du von Bern? Nein, ich bin von Basel. ja, ich weiss nicht. Ich finde es ein bisschen, als ob es eine Kartoffel im Mund hätte. Also, ihr seid gerade überstisst worden, wenn ich von Bern bin. Also, das ist gerade. Also, jetzt müssen wir uns alle zusammen vergraben. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Heute gibt es ein Ask St. Gallen. Ich verschwende keine Zeit. Los geht's. Vielen Dank, dass ihr auch kurz Zeit nehmt für das. Wie heisst ihr und von wo sind ihr? Valentina und ich bin von Serbien. Und, aber du bist Ostschweizerin eigentlich, also ja. Hier in St. Gallen. Dann muss ich bitte rausschneiden. Okay, wie heisst du? Ich bin Sanja und ich bin Sittenbach. Also ich? Ja, fange an. Also wir sind von Wattwil. Von Wattwil. Und was machen die hier in St. Gallen jetzt? Ja, die hängen. Ja, so läuft so. Ich kenne ganz St. Gallen auswendig und das ist ein guter Kollege von mir. Ja, wir kennen alle da. Was ist das Beste an St. Gallen? Das Beste? Also, das Beste kann man da gar nicht sagen eigentlich. So, es ist... Du bist das Beste? Ja, das kann man eigentlich schon sagen, ja. Was ist denn deine Message an Leute, die sagen, der Ostschweizer Dialekt, der tönt einfach schlecht? Ich mag den Dialekt nicht so. Die eigene? Also, meine eigene. Ja, die sind blöd. Von wo bist du? Von St. Gallen. Eben, das ist ja Ostschweizer Dialekt. Ja, da gerade nicht mitrealisiert. Hast du nicht realisiert, dass Nein. St. Gallen Dialekt Ostschweizer Dialekt ist? Nein. Du weißt, dass St. Gallen in der Ostschweiz ist, im Osten von der Schweiz? Ja. Okay, welcome to the world. Okay. Absolut wahr. Oh, okay. Finde ich einen grässlichen Dialekt. Ich habe so gut bei anderen gehört und auch wenn Berner Dialekt langsam ist und so, ist es trotzdem ein schönerer Dialekt, finde ich. Ja, wie gehst du denn damit um, dass du den Dialekt redest, wo du jetzt sagst, ist so hässlich? Ich bin so aufgewachsen. Ist halt so. Okay. Welchen Dialekt findest du am hässlichsten? Zürich, auf jeden Fall. Wieso? Weil die sind einfach grusig. Die sind einfach grusig. Der Zürcher oder der Berner? Der Zürcher und der Berner. Oh, das hast du aber viele Feinde gemacht gerade, oder? Ja. Der Berner Dialekt mag ich nicht so. Wieso sagen das hier so viel? Das, sogar er nickt auch. Warum sagen alle, dass der Berner Dialekt der hässlichste ist? Ich weiß nicht, der Dialekt klingt einfach so schlimm. Warum klingt es so schlimm? Jemand gesagt, das hätte sie einen Herdöpfel im Maul. Ja, stimmt auch. Die reden so komisch. St. Gallen heisst ja St. Gallen. Für was steht eigentlich für was steht Sankt in St. Gallen? Sankt? Keine Ahnung. Sankt? 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 Ja, St. Gallen. Sankt im St. Gallen. Ich bin von Thurgau. Was bedeutet Tor? Tor ist ein Tor. Ja, ein Tor. Sankt. Ja. Verstritten. Sankt. Mhm. Ja, verzankt ist verstritten für mich. Nein, 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 aber St. Gallen. Es Sankt. Aha, Sankt. Keine Ahnung. Heißt Heiliger. Heiliger Gallus. Ja. Gallus. Heilig Gallus. Stimmt. Ich habe nicht gut geschlafen diese Nacht. Ja. St. Gallen ist ja leider die schweizweite Nummer 1 im Kokainkonsum und europaweit die Nummer 3. Ja. An was liegt das? Ich weiß es nicht. Wie soll ich sagen? Die Leute sind einfach dumm und lassen sich verwitschen. In Zürich hat es genauso Konsumenten, aber die sind einfach schlau. Was würdest du denn den Leuten sagen, warum sie nicht Kokain konsumieren sollten? Tun sie einfach nicht mehr konsumieren, lehnt einfach den ganzen Zeug, führen da ihren Weg und. Wie soll ich sagen? Lehnt einfach nicht verwitschen. Ja. Aha. Ich weiß nicht, ob das eine gute Message ist. Kurze Unterbrechung, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal. Es kommen nämlich regelmäßig neue Videos aus allen Regionen von der Schweiz. Es lohnt sich zum Abchecken. Und jetzt geht's weiter. Jetzt, es ist ja oft so, dass man sagt, jemand ist hübsch, dafür ist er nicht gescheit. Oder eine ist hübsch und dafür ist sie nicht gescheit. Es ist jetzt your time to shine, weil du bist hübsch und vielleicht bist du auch gescheit. Du kannst das jetzt beweisen mit diesen Quizfragen. Welches sind die drei Urkantone? Warte, ich habe da Uri. Keine Ahnung. Welche sind denn die drei Urkantone? Drei Urkantone? Ja. Ich weiß es nicht. Urkantone. Urkantone. Ui. ich weiß es nicht. Ich denke mal. Urkanton. Ja, Thurgau auf jeden Fall. Okay. Schaffhausen. Nein, Schaffhausen ist gar kein. Doch, Kanton Schaffhausen. Ja. Und Zürich. Die drei ersten Kantone von der Schweiz, welche könnte das gesehen sein? Vielleicht Bern willst. Die Hauptstadt. Was gäbe es denn sonst noch? St. Gallen? Nein. Also Bern und St. Gallen grenzen nicht einmal aneinander und sie Nein. haben trotzdem zusammen die Schweiz gegründet. Nein. Okay, ja, interessante Theorie. Okay. Welches sind die drei Urkantone? Die drei ersten Kantone von der Schweiz. Nein, eine vielleicht, St. Gallen, weiß ich. Nein. Es sind drei andere, ich weiß, St. Gallen ist falsch. Es sind drei andere. Was? Alte, älteste Kantone in St. Gallen.
Uri. Ja. Uri ist einer von denen. Ja, ja Uri. Altdorf? Altdorf ist der Hauptort von Uri. Der Hauptort, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nur Uri. Uri, Schweiz und Unterwald. Also genau, super. Ja. Schweiz, ja. Was? Ich kenne die gar nicht. Ach so. Welche Kantone kennst du denn? St. Gallen. Ja. Boah, es gibt so viel, aber die Kantone kenne ich nicht. Wie viel gibt es eigentlich insgesamt? Das ist ein unfaires Interview. Das ist okay, warte. Dann drehen wir das Spiel jetzt auf der Sekunde um. Du stellst mehr die Quizfragen. Ja, wie viele Kantone gibt es in St. Gallen, in der Schweiz? 26. Stimmt. Stimmt, okay. Stimmt. Absolut, ja. Welche Parteien sind im Schweizerischen Bundesrat vertreten? SVP. Ja? Keine Ahnung. Ich kenne Alain Berset. In welcher Partei ist der? Ja, ist so. Ja, er ist halt für die Corona zuständig, für die Massnahmen. Ja. Ist er in der Corona-Partei? Ja. Kannst du mir irgendeine Partei nennen? Irgendeine? Weißt du eine Partei? Ich weiß nicht mal, was der ist. Sagt er auch. Wir überspringen. So ist er nicht so ein Team, so wie... Ja. Bundespartei, so... Also, wir machen mal okay, weiter, okay. Jetzt nimm mal, du schaffst, du legst jeden Monat 2'000 Franken auf die Seite. Wie lange geht es, bis du 10'000 Franken gespart hast? Jeden Monat 2'000. Ja. Und du brauchst 10'000? Ja. Gut. Ich nehme mal aus. Okay. Willst du nicht im Kopf machen? 10'000? Ja, 10'000 durch 2'000. Ah, richtig, super, sehr schön. Warte, geht schon lang. Muss man schon ein paar Monate sparen, jedenfalls. Ja. 6-7 Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Also mit 2'000 pro Monat, wie lange geht es, bis du, genau, wie lange geht's, bis ja, du auf 10'000 bist? Halt auch die Miete berechnen. Miete. Nein, da, dir bleiben wirklich 2'000 immer übrig. Okay, wie viel lang hast du bis 10'000? 5 Monate. Absolut richtig. Was denkst du, wie hoch ist das Jahresbudget vom Schweizerischen Bund, von der Eidgenossenschaft? Das Budget? Das Jahresbudget. Boah, ich weiß nicht. Das musst du schätzen, weil du kannst nicht, also wer weiß das schon, aber geschätzt, plus minus? Gar nichts, erst 7'000. Gar nicht, 10 Millionen oder so. Sind 5 Millionen viel? Das ist viel zu wenig, viel mehr. Da kann man sicher Millionen kommen, in dem Fall. Milliarden? Sicher ein paar Milliarden, 2-3 Milliarden oder sogar mehr. 75 Milliarden. 75 Milliarden. In normalen Zeiten, jetzt ist Covid. Die letzte Frage, würdest du jemals eine Brotwurst mit Senf anlegen? Nein. Wieso nicht? Brot spricht mich nicht an, weil ich sehr krank bin. Brotwurst. Aha, nicht Brotwurst, nicht Brotwurst. Ja, eine Brotwurst. Eine Brotwurst mit Senf, nicht ein Brot mit Senf. Eine Brotwurst. Was hat eine Brotwurst mit Seekrank zu tun? Ist mein Dialekt so unverständlich? Kannst du mir noch deinen Lieblingswitz erzählen? Was ist der schlimmste Tag von einem U-Boot? Herrlich. Tag der offenen Tür. Das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über die Daumen nach oben freuen. Die sind irgendwie ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Das heisst, ich würde mich wirklich freuen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!